Ob Björns Mitstreiter auch so aus dem Häuschen sind von seinem Konzept? Mit welchen Erwartungen reisen die Herren heute an? Ja, wir sind ja hier in der ländlichen Gegend. Ich kann mir vorstellen, dass er bodenständige Küche anbietet. Ja, aber so wie wir Björn bis jetzt kennengelernt haben, wird auch die eine oder andere exotische Überraschung uns darbieten, glaube ich. Der hat was auf dem Kasten. Das glaube ich auch. Der Junge kann das super umschreiben. Das ist Koch mit Leidenschaft. Ja. Der hat wirklich richtig was drauf, der Typ. Ich bin total gespannt, hab mich gefreut auf diesen heutigen Tag. Und es ist Schiedwetter. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal rein, oder? Auf jeden Fall. Gut. Ja, wird Zeit. Die Linse wird dreckig. Gleich hinterm Tresen wartet der Sonnenschein. Die Konkurrenten haben hohe Erwartungen. Für Björn kein Grund zur Beunruhigung. Baby, how you feeling? Mein Team und ich, wir sind motiviert. Der Schultag kann beginnen und es geht um gute Zensuren. Um seine Note im Fach Dekorationskunst braucht sich Björn schon mal keine Sorgen machen. Guck mal, die ganzen Kreidetafeln. Das passt natürlich, ne? Ja, fast wie in der Schule, ne? Richtig. Witzig gestaltet. Sehr kreativ. Ja. Warme Farben, richtig schick, modern, also überhaupt nicht so ein oldschool, kaltes Klassenzimmer, so, sondern richtig schick gemacht. Ja. Schaut mal, das Lineal hier. Witzig, oder? Ja, das ist doch mal eine kreative Idee. Das ist echt witzig. Mit so einer Schere, cool. Ein Lineal. Und ein Ratschefummel, auch nicht schlecht. So wie früher. Das ist total detailverliebt. Da hast du sogar noch einen Ratschefummel drin, ein Stück Kreide, ein bisschen Tusche. Geil. Also richtig gut gemacht. Ja. Ist auch was für die Kinder. Ja, gerade. Björns Karte findet anscheinend auch Gefallen. Und so sind die Bestellungen der Mitstreiter in 0,nix im Kasten. Huhu, Küchenvisite. Moin, Jungs. Wow, das ist aber eine schöne Küche. Das ist dein Reich hier? Ja. Sehr schön. Die Schulküche. Die Schulküche. Also so wie du da in die Küche reinkommst, merkst du, dass das, was Björn die ganzen Tage auch schon gezeigt hat, das ist ein absoluter Profi, da ist alles an seinem Platz und sehr gut eingerichtet. Ich freue mich aufs Kochen. Wir machen zusammen ein bulliges Vitello. Unsere Interpretation von dem Vitello Tonnato, wie man es kennt, ist mit einem schönen Weiderind. Und das heißt, er nimmt mal schön so einen geilen Rinderrücken hierher, ne? Ja, Wahnsinn. Da geht's einfach vom Qualitätsanspruch geht's wirklich so weiter, wie vorhin bei mir das aufgehört hat. Toll. Klassisch wäre es aber wie eigentlich vom Kalb. Klassisch ist es ja italienisch vom Kalb. Bulliges Vitello, weil unser Dorfmetzger hier hauptsächlich Rinder schlachtet. Kälber gibt's auch mal, aber eher selten. So, Fleisch schön ausgelöst, zack, ja. Ich mache immer noch so ein bisschen das Fett oben weg natürlich. Ja. Ja. Das nehme ich aber nachher beim Braten in der Pfanne mit dazu. Ja, das macht doch alles richtig, ne? Und den Geschmacksträger brauchen wir auch. Fein. Für noch mehr Pep sorgt Björns Barbecue-Gewürz aus Paprika, Kümmel, Majoran, Knofi und Pfeffer. Das Fleisch muss in den Ofen rein jetzt, ne? Das wird so bei Niedertemperatur gegart. Man macht hier einfach in die Mitte so einen Kerntemperaturfühler rein. Der Rest ist wie beim iPhone hier, ne? Ja, demnächst können wir das auch nur noch daneben halten wahrscheinlich, ne? Ja, ist natürlich für zu Hause nicht immer ganz so einfach, aber es gibt so kleine, ganz tolle Kerntemperaturfühler, die mobil sind. Für die Vitello-Soße benutze ich einen Mixer. Das muss ja sowieso nachher püriert werden, der Thunfisch. Von daher können wir auch gleich den Ansatz von der Mayonnaise da drin machen. Als Grundlage für seine Mayonnaise benutzt Björn ganz klassisch Eigelb. Das sind aber sehr witzige Eier. Warum sind die so grünlich? Stimmt. Die kommen hier aus dem Ort. Wir haben hier einen Bio-Geflügelzüchter und das nennt sich Grünleger. Das ist das alte Haushuhn. Das ist bei den Supermarkteiern einfach weggezüchtet. Grünlegeeier, das stimmt. Damals, als ich da oben gewohnt habe, ne, haben wir die vom Nachbarn gehabt. Ne? Toll, das macht er immer noch. Stark. Wir machen da einen mittelscharfen Senf rein. Das gibt einfach noch mal zusätzlich so eine sichere Bindung, ne, damit das Ei auch so ein bisschen da was zum Greifen hat für die Mixerarme. Schon am Anfang auch so einen kleinen Hauch Öl dazu. Jetzt entsteht die Soße eben vom Thunfisch. Das heißt, er zieht eine eigene Mayonnaise hoch. Finde ich ganz toll, nicht gekauft, sondern da kriegt er seine eigene Note rein. Und dann kommt Thunfisch rein. Ne? Meistens tatsächlich aus der Dose, muss man aufpassen, dass es eine gute Qualität ist, die man kauft. Jetzt muss Björn die Mayo-Thunfischsoße nur noch pürieren. Die fertige Vorspeise bestaunen wir dann gleich am Tisch. Setzt euch gerne hin, Essen ist gleich soweit, wir machen den Rest. Und Chlor, du hast noch was zu tun, danke.
Das Restaurant Klassenzimmer wirbt mit Holsteiner Trendküche. Jetzt erfahren die Mitstreiter, was genau sich dahinter verbirgt. Ob Björns Vorspeisen den hohen Erwartungen gerecht werden? Wie schlägt sich zum Beispiel Könis getrüffeltes Schaumsüppchen? Oder das bullige Vitello für unseren lieben Jan? Was kann Sebastians Hirtenkäse im Kartoffelmantel? Mundet Arnes rote Beete-Carpaccio so appetitlich, wie es aussieht? Fragen über Fragen. Und jetzt bitte die Antworten. Wenn man sich so anguckt, ich habe hier diese Schaumsuppe mit Trüffeln obendrauf. Wie man hier sehen kann, es handelt sich tatsächlich um eine sehr schaumige Suppe. Oben ein paar Trüffel mit dabei, schöne Steinpilze. Mhm. Die Komponenten, die er einsetzt, zum Beispiel den Trüffel und so, das kommt ganz dezent. Ne? Das macht er schon richtig gut. Und sonst hast du natürlich das Problem, dass du die Steinpilze gar nicht mehr rausschmeckst. Ne? Dazu hatte er, das ist auf dem Spieß gewesen, so richtig lecker. Hier kann man es noch mal sehen. Sieht aus wie Hackbällchen, ist aber wahrscheinlich frittiert Kichererbsen. Mhm. Und tolle Komponente, passt super gut dazu. Das ist für so ein typischer Björn. Ne? Da reist er durch die Welt, lernt die ganzen Araber kennen mit ihren Kichererbsen und Falafel und zack, haut das auf die Karte. Schönes Ding. Also klasse abgeschmeckt. Temperatur war absolut perfekt. Schöner Einstieg. Ja, ich habe den Hirtenkäse im Kartoffelmantel. Das sieht man ja auch ganz gut. Als ob das so ein bisschen wie Kartoffelchips sind, ja, die so klein gebröselt unten in der Tüte mal übrig waren. Das wirklich sehr knusprig, das kann man auch noch hören, wenn man einmal so reinschickt. Wow, ja. Dafür, dass das schon jetzt ein paar Minuten liegt. Und wirklich sehr, sehr knusprig. Der Käse ganz leicht geschmolzen in der Mitte, zieht sich wunderbar. Hat wirklich super geschmeckt und wirklich eine sehr gelungene Kombination von den Geschmäckern. Toll. Dazu dieses hausgemachte Mango-Chutney. Man kann da so leichte Gewürze noch drin sehen. Ich vermute auch mal ein bisschen Kurkuma oder leichte Schärfe durch ein Curry. Sehr fruchtig, salzig, fruchtig, crunch. Toll. Ja, das ist immer eine schöne Verbindung. Süß, salzig, weißt du, das ist immer, das zieht sich einfach an. Ne? Das Einzige, was ich bislang noch nicht gefunden habe oder was mir noch nicht so stimmig ist, ist tatsächlich der Honig. Mhm. Den habe ich jetzt noch nicht entdeckt. Vielleicht ist er auch am Dressing dran. Das müsste ich gleich noch mal nachfragen. Naja, vielleicht einfach nur ganz dezent, dass die leichte Süße da ist. Da schmeckt man nicht immer gleich den Honig raus. Hören wir mal, was Arne aus seiner Vorspeise herausschmeckt. Mein Carpaccio von der Roten Beete. Ist echt klasse. Ist ja eine rote Rübe und hat echt tollen Geschmack. Es schimmmariniert nicht zu doll, nicht zu stark. Leichte Säure ist typische für die rote Beete. Der Geschmack kommt sehr, sehr gut durch. Es ist perfekt aufgeschnitten. Die zergeht auf der Zunge, die ist genau richtig. Leichtes Aroma, gewürzt auch super. Die rote Beete kam voll heraus. Toll, leichte Säure, hervorragend. Ein perfektes Gericht. Ich habe nichts zu monieren. Perfektes Gericht ist perfektes Gericht. So. Jan, wie ist bei dir? Ja, also mein Vitello ist absolut super gegart. Man kann es hier super sehen. Ich start rosa, tipp, ja. Genau, durchziehend rosa. Ich tippe auch hier mal auf Sous-Vide-Gar-Verfahren. Danach kurz angebraten. Gar nicht irgendwie Sous-Vide, ne? Ganz klassisch angebraten, Ofenrohr geschoben, ne? Einfach, da kann einer kochen. Sehr gute Abwandlung, Vitello einfach mal mit einem anderen Stück Fleisch zu machen. Also ein Vitello Tonnato demnach mit einem anderen Stück Fleisch zu machen. In dem Fall halt Rind. Dadurch hat man eben noch einen intensiveren Fleischgeschmack als jetzt beim Kalb, weil Rind eben intensiver ist. Die Vitello-Soße hat einen schönen, durchzogenen Thunfischgeschmack. Ist nicht zu dick, perfekte Konsistenz die Soße. Demnach perfekt. Über so viel Lob freuen sich Björn und Norman bestimmt. Da kommen sie, die beiden. Ja, super. Ja. Oha, hier wird jetzt mal geklappt. Hammer. Sehr lecker. Wir wollten gerade nach einem Zeugnis fragen, ob ihr uns ein Zeugnis ausstellen wollt. Ihr werdet versetzt in die nächste Klasse. Super. Sehr gut, du spinnst den Faden weiter. Das lieben wir so. Ab in die Mittelstufe. Ihr werdet versetzt in die Hauptspeisenrunde. Ein super Start. Toll. Ich glaube, du hattest noch irgendwas. Ja, ich habe eine Sache, die da stand was mit Honig drin. Mhm. Wo habt ihr den versteckt? Weil den habe ich nicht gefunden. Okay, also
Oder nicht geschmeckt. Wir haben ihn nicht versteckt. Das ist so, der Käse wird gebacken. Ja. Na, dann kommt er auf den Crepe, damit das überschüssige Fett weggeht. Mhm. Auf den Teller und dann wird einmal Honig drüber gezogen. So eine feine Linie. Okay. Also du solltest einfach Oberfläche, so einen Hauch von Waldhonig gehabt haben. Okay. Habe ich jetzt so nicht empfunden. Ist aber auch nicht schlimm, weil ich hatte meine Süße auch. Ja, wenn man den Honig dann gar nicht spürt, in dem Fall muss ich Sebastian ja recht geben. Ne? Und so wie der Björn das erklärt. Dann, wenn schon was oben drüber, dann will ich es auch spüren. War vielleicht ein bisschen wenig, oder? Vielleicht vergessen? Ja, vielen lieben Dank, Jungs. Ne? Freut mich sehr. Sehr gerne. Vielen Dank. Alles klar. Ich freue mich auf die nächste Runde. Wir sind gespannt. Ja, bis gleich. Bis gleich. Ja, mega. Also man sieht den Glanz in meinen Augen. Also ich finde, das spricht wohl Bände, würde ich sagen, ne? Oder, Hasi? Ja, man sagt ja immer, ein Restaurant ist wie eine Bühne. Ja, wir laufen hier auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Und wenn man dann noch Applaus bekommt, kommt das auch nicht jeden Tag vor. Das ist schon ein kleines Highlight, dass die Jungs geklatscht haben. Fand ich richtig toll. Jetzt nur nicht ausruhen auf den Lorbeeren. Der Hauptgang ruft. Ha? Ihr habt was mit mir zu kochen? Dir. Ja, es gibt Ente. Asia-Style. Und wir machen das Ganze schön knusprig. Das darf man, ne? Wenn man eine Trendküche nach Schleswig-Holstein holt, darf es auch mal asiatisch sein. Mhm. Entenbrust, schöne Qualität, schön frisch. Männliche? Die sind größer, deswegen nehme ich die auch immer gerne. Mhm. Aber auch ein bisschen fester, ne? Ja, dadurch, dass wir sie jetzt durchbraten, ist das ja nicht so schlimm. Also ich würde sie jetzt, wenn ich die rosa braten würde, auch nicht nehmen. Dann lieber weiblich, ein bisschen zarter und kleiner, ne? Ich ritze die Ente ein, das kann man mit einem Messer machen. Ich habe einen kleinen Trick und ich benutze immer diese kleinen Teppichmesser. Ja? Die sind nicht teuer und ein Teppichmesser ist super geeignet, weil ihr seht ja hier die Messerklinge, ne? Wie tief die ist. Also da läufst du schnell Gefahr, dass du mit der Messerklinge hier zu tief ins Fleisch gerätst. Absolut richtig, mache ich auch. Teppichmesser oder Stanley-Messer. Aha. Ziehst du hier deine Striche. Die Entenbrust gibt ja das Rautenmuster auch schon so ein bisschen vor. Je feiner, desto besser, desto mehr Crunch haben wir nachher. Ach, dann kriegst du so kleine, schöne, knusprige, wie beim Schweinebraten und dann in kleinen Würfeln, in Mini-Würfeln. Würde auch ohne gehen, aber das ist ein bisschen besser. Was ich immer mache, ich leg's in die kalte Pfanne rein, damit das Fett langsam austritt. Und die gusseisernen Pfannen, die ziehen sofort die Hitze vom Induktionsherd, ja? Dann brauchst du gar kein Fett zum Anbraten, ne? Genau. Das ist eine super Idee, das geht aber nur bei Induktion, weil bei jeder anderen Pfanne braucht die Pfanne einfach zu lange, um Hitze zu schaffen. Und dann kann es passieren, dass das einfach auslaugt, das Fleisch. Sehe ich nicht so. Kriege ich mit Gas auch hin. Ja, und hier sieht man auch ganz wunderbar in der Pfanne, wie viel Fett da austritt und dass man überhaupt gar kein Fett zum Anbraten braucht, weil eben unter der Haut eine dicke Fettschicht ist. Genau. Und das wird noch verstärkt durch den Ansatz in der kalten Pfanne. Genau. Nach dem Anbraten flattert Björns Ente in den Konvektomaten, wo sie nun schonend gar gezogen wird. Für unsere Entensoße nachher, ja, wir machen eine Mandelsoße, also nicht so eine klassische Orangensoße. Auch wieder asiatisch, 5 Spice, also 5 Gewürze. Dafür röstet Björn zunächst Nelken, Kardamom, Zimt, Fenchelsamen und Pfeffer in der Pfanne an. Den Rest macht der Mörser. Echte Handarbeit, nicht schlecht. So, die Ente nehmen wir raus. Und schon wandern die zerstoßenen Gewürze in den Bratensaft. Dadurch, dass sie so intensiv sind, funktioniert das auch relativ schnell. Das ist mega konzentriert. Ich muss einmal hier ran, Jungs. Nur wenn du uns sagst, was du vorhast. Ein bisschen verlängern, das ist ja wirklich der pure Geschmack. Jetzt wird das Ganze einmal aufgeköchelt. Ein Löffel Mandelcreme sorgt für die Nussnote und weitere gesunde Fette. Mach schön langsam, sonst pötschert dir das hier alles über. Obwohl, ist ja auch okay. Hervorragend. Also, diesen Aufwand zu betreiben, mal eben ganz so. Ganz tolle Idee. Super Idee. So, ich denke, das reicht. Wir beide warten am Tisch auf unser leckeres Essen. Ich nehme das mit in die Spüle. Bis nie später. Mit leeren Händen gehen, haben so wir in der Gastronomie aus. Gelernt. Ich danke euch, Jungs. Ich koche weiter. Ich nehme die Hände mit, ne? Ja, nee, so läuft das hier nicht. Macht lieber mal die Flatter, damit das hier vorangeht. Mit seinen Vorspeisen hat Björn die Messlatte extrem hochgehängt. Entsprechend gespannt fiebern die Mitstreiter nun ihrem Hauptgang entgegen. Frisch vom Jäger kommt Königs Variation vom Hirschkalb. Sebastian kostet das Heilbuttfilet vom Hamburger Fischmarkt.
Hier Arnes Entenbrust mit Tannenhonigglasur, Deckname Paradiesvogel und das Original Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln und Spiegelei für Jan. Halt, ihr Lieben, noch nicht anfangen. Ich hab noch was vergessen. Bei Köni. Nehme ich ein bisschen persönlich, natürlich, Hand. So wie beim Italiener? Ja. Ich verrate nicht, was drin ist, aber das passt perfekt zu Wild. Und wenn du mehr willst, ich lasse ihn hier. Ich freue mich. Danke, mein Lieber. Dankeschön. Perfekt. Kommt sogar gut an, ne? Das fand ich total charmant, dass auch so ein Profi wie ihm sowas passiert und sehr charmant. Also lieber rauskommen und nochmal sagen, dass wir was vergessen haben, als es komplett wegzulassen. Ja, ich habe hier jetzt eine Entenbrust, die ist jetzt durchgebraten. Die ist aber ganz mürbe und das ist auch bewusst so gewählt. Sie ist mit einem Tannenhonig verfeinert, beziehungsweise die Soße auch. Und wenn ich diese Soße probiere, ne, dann schmecke ich Mandel raus. Mhm. Ich schmecke Kräuter raus und zwar Piment und ganz viele andere Gewürze. Und zwar genau 5 Gewürze insgesamt. Diese Gewürze in Verbindung mit dem Fond von der Entenbrust, ganz hervorragend. Also auch da wieder eine tolle Idee, was er da hervorgebracht hat. Dazu habe ich Basmati-Reis, Gemüse mit drin und etwas Gemüse hier drunter. Wobei das Gemüse hier drunter mir ein bisschen zu weich ist. Das ist jetzt aber kein Beinbruch. Das Ganze rundet das Ganze richtig gut ab. Also meine Entenbrust ist hervorragend. Sebastian, wie ist es bei dir? Also ich habe den Halbutt vom Hamburger Fischmarkt wieder auf eine ganz eigene Art und Weise zubereitet von Björn, so wie ich es mir fast schon gedacht habe. Ja. Mhm. Hat jetzt hier mit so ein bisschen asiatischen Aromen. Wir haben hier wieder so eine Zitronengrassoße mit Korianderblättern, frischen und diesen wunderbaren Kartoffel-Kichererbsen-Stampf. Habe ich so in der Art und Weise noch nicht gehabt, weil normalerweise hast du Kichererbsen in einem Hummus drin verarbeitet? Das ist ja so ein Püree mit Sesampaste und so. Ja. Fand ich sehr außergewöhnlich. Was ein absolutes Highlight ist, ist dieser Halbutt. Ja? Ja. Wunderbar glasig noch, sehr saftig. Und diese Panade, wirklich ein Traum. Da muss ich wirklich sagen, habe ich auch wieder was Neues dazugelernt. Diese Krabbenchips, oder wie man sie auch nennt, Kropox, die man in der Fritteuse ausfrittiert, dass das so große, weiße Chips werden. Ach, die, ja. Genau, die sieht man hier zum Teil noch, ja, diese kleinen weißen. Cool. Ja, die sind wahrscheinlich mit etwas grobem Paniermehl dann zerschlagen worden und da drin gewälzt und vorsichtig ausgebraten. Also, sehr gut. Die kennen wir, ne? Diese Krabbenchips, die sind so cool zum Naschen, oder? Und die hat er mit in die Panade gegeben. Total spannend. Ich hab's ja nur gesehen, aber allein so diese crazy Idee, ne, von diesen Chips, ne, was du bei jedem Chinesen kriegst. Und das macht er mit in die Panade rein. Ja. Und selbst Paniermehl wird er auch wieder selber gemacht haben, wie ich Björn kenne. Ja, und das Ganze, das ist ein Hund. Und Hunde werden ja bekanntlich gerne gelobt. Moin! Moin, hey, hi, Jörni. Ihr seid ja noch ein bisschen am Essen, aber darf ich schon fragen, hat's geschmeckt? Hat der Hammer. Die blaue Anneliese, das ist ja so eine Urkartoffel, ne? Und wenn du da so reinschneidest, schön Hammer. Also die Farbe ist sowieso sensationell, aber das Alte, das kommt so richtig durch. So ein bisschen nussig. Ja, schöner Geschmack. Urkartoffeln sind vergessene Sorten, ne? Die es schon eigentlich lange gibt und Gott sei Dank wieder reaktiviert werden, ne? Aber dass die blaue Anneliese heißen können, wusste ich auch nicht. Was mich natürlich komplett weggeflasht hat, es ist jetzt leider nicht mehr da, ich war zu gierig, es tut mir leid. Und dieses Gewürz mit den Tonkabohnen und mit dem Pfeffer und dann mit diesem Rücken vom Hirsch, von dem Hirschkalb. Ja. Diese Kombi, was du mir noch später reingereicht hast, das kannst du mir auch gleich mal geben. Das nehme ich nämlich mit nach Hause für meine Küche. Das ist der absolute Burner, das Gewürz. Diese Tonkabohne gibt ja auch richtig Bock, ne? Und wir haben ja auch bald Feierabend. Pass auf. Ich mach dir das mal rauf und dann haben wir noch eine schöne Nacht, Schatz. Können wir beide von. Komm, wir machen uns ab dafür. Da. Wunderbar. Das Einzige, wenn du willst, kannst du auch gerne mal probieren. Der ist ein bisschen arg durch. Also wirklich, das ist ja ein Schmorbraten vom Hirschkalb. Und guck mal hier, da muss ich richtig reinballern. Das ist leider ein bisschen zu durch. Sei mir nicht böse. Bin ich aber, böse? Er sieht tatsächlich auch ein bisschen durch aus. Kannst gerne sonst mal probieren. Ja, das sieht man optisch schon. Alles also klar. Ich denk mal, der steht. Aber ich danke dir, mein Lieber. Das ist ansonsten absolut geil. Alles klar. Vielen Dank. Danke, König. Bei mir war alles perfekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe Gott sei Dank einen perfekten Teller gehabt. Aber ich glaube nicht, dass der König unbedingt weniger Punkte gibt wie ich. Für ihn ist alles perfekt.
Janni, wie hat es dir geschmeckt, das Schnitzel, der Klassiker? Ja, der Klassiker aus Österreich. Du hast deinen Meister in Österreich gemacht. Ich habe hier einen schönen Schnitzelteller, schön zwei Stücke Kalbsrücken. Das Schnitzel, wunderbar souffliert, ist jetzt natürlich durch die Zeit des Essens ein bisschen zusammengefallen, aber es hat richtig schön hochgestanden, es ist richtig schön souffliert gewesen. Das heißt, wenn sie richtig das Schnitzel richtig ausbackt, im Fett idealerweise Butterschmalz, und dann bewegt man die Pfanne immer so, dann kriegt das Schnitzel so diese Blasen. Das ist dann das Soufflieren und das scheint hier perfekt gelaufen zu sein. Einzige, was ich ein bisschen hatte bei den Bratkartoffeln, die waren mir ein kleines Stück zu doll gebraten und bisschen Salz, Pfeffer, Muskat, hätte für mich noch mehr dran gekonnt. Ansonsten aber alles super lecker. Danke dir. Also Bratkartoffeln, klar. Deine waren sensationell gestern. Ich hatte nichts dran auszumäkeln. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, gut, ne? Kleine Schönheitsfehler, oder? Ich sehe bei euch zwei leere Gläser. Werd mal am Tresen Bescheid sagen, dass nachgeschenkt wird hier. Wenn ihr beide Lust habt, sag ich mal ihr, ja? Auf jeden Fall. Ja, dann kommt auch am Tresen, weil da wird Nachtisch gemacht. Und dann könnt ihr bei meinem Schatz ein bisschen mithelfen. Wir beiden Süßen, ne? Nachtisch finde ich ja, immer sehr und spannend. Er braucht Köche, das kann ich euch jetzt schon sagen. Köche sind immer gut, ja? Für ihn freut er sich. An welchem Dessert schraubt denn der gelernte Speditionskaufmann gerade? Heute das Gericht des Tages, unser kleines Gedicht. Ja. Das ist ein Himbeersorbet. Ja. Ja. In einem Läuterzucker-Gin-Marinade. Ja. Zunächst mal verpasst Norman dem Dessertglas einen Himbeerzuckerrand. Und die anderen packen bitte mit an, ja? Genau. So, jetzt kriegst du ein Kügelchen von mir. Ja, so ein richtig geiles Kügelchen. So ein geiles Kügelchen. Das schmeißt du mir hier rein, okay? Also, wenn das Kugeln sind. Ja, das wird schon noch. Na, die haben einen richtigen Gaudi. Also, ich sag mal so, die Zweideutigkeit verstehe ich schon. Ich amüsiere mich, aber ich lasse es nicht so raus. Nun steigen die Orangenscheiben mit den anrüchigen Früchtchen in die Kiste. Ein Schuss Gin dazu und der feuchte Traum ist perfekt. Bei der Auswahl der Beerenfrüchte, Top-Qualität. Was hat er gesagt? Bio. Kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen. Ich habe hier noch mal Zitronenthymian mitgebracht. Ne? Um den Ganzen noch mal dann so ein Zitruspep zu geben, um die Orange zu unterstützen. Jetzt kommt noch mal weißer Rohrzucker oben drüber. Ja. Wie ich ja vorhin schon einmal am Tisch sagte, ne? Klotzen statt kleckern, das ist jetzt alles nach Bauchgefühl. Weiter, ja. Also ich habe hier mal wieder was mitgebracht, ne? Und zwar eine Tonkabohne. Die braucht doch keiner, die Früchte reichen doch. Das macht nichts. Ich mach's trotzdem drüber. Wenn ihr mir was überlasst, dann haben wir Glück. Wenn nicht, dann mach ich's neu, ne? Wir machen jetzt eine ordentliche Prise, nicht zu viel, also bitte. Diese ja, total weil die Tonkabohne, die Tonkabohne ist ja auch giftig. Warum ja? Das? Die Tonkabohne. Das passt natürlich gut mit diesem Vanillearoma, ne? Was eine Tonkabohne ein bisschen mit sich bringt. Ne? Jetzt holen wir uns einen Löffel, um das Ganze zu verrühren. Wichtig ist, zwischendurch mal zu probieren. Das lernt ein richtiger Koch, ne? Was sagst du, Sebastian? Richtig. Ja, das machen wir aber erst, wenn ich alle zu wenig Zutaten. Probieren. Wenn wir alle Zutaten vermischt haben, ja? So. Also ich habe noch aber da sind ja gar keine Zutaten mehr drin. Doch, ein bisschen noch. Ich will das jetzt noch einmal fertig machen. Ja, also schön, hast du alles aufgegessen schon? Ich kann euch guck dir mal deinen Bauch an, Alter. Das machst also, du. Wir sind noch beim Thema Kugeln, oder nicht? Ich muss euch mal ganz kurz zur Raison rufen, ne? Schau mal. Die hauen sich da gerade die Früchte rein, ne? Und zwar wegen dem Gin, glaube ich, oder? Schnell ab damit aufs Himbeersorbet, solange noch was da ist. Ich habe jetzt noch mal hier ein paar Blüten, ne, um das End zu finalisieren. Mm, toll. Oh, reine Filet. Also, aber die hören gar nicht auf, die beiden. Jungs, ganz ehrlich, ne, ich möchte fertig werden. Ich muss es neu machen für euch. Könnt ihr jetzt mal, ich muss euch jetzt wie mal rausschmeißen. Das also, denn? Nee. Musst du doch nicht neu ja, machen. Pass auf. So, wisst ihr was? Wie zu Hause. Ja, ich werde jetzt auch mal. Das kannst du ahnen, aber so nicht servieren. Ja, super, ne? Lecker. Ich mach's ja neu und ihr müsst jetzt leider los. Ach, oh, schade, das war so schön mit dir. Hier, nimm dein so. Ja. Warum stellt er uns an die Theke, oder? Genau. Das ist der schlimmste Ort für einen Koch. Absolut. Also, wenn ein Koch an der Theke steht, kann er endlich mal was trinken. Und jetzt mit Karacho auf die Zielgerade. Bislang hatten Björns Mitstreiter nicht viel zu meckern. Umso mehr kommt es jetzt auf die Desserts an. Aber Björn weiß schon, dass er jetzt eine Schippe draufpacken muss. Ja, Moment mal. Kommt noch was.
Weil ihr so heiße Typen seid, gibt's hier noch eine Show-Einlage. Nee. Alter. Hammer. Ich bin Feuer und Flamme für euch, Jungs. Geile Woche. Oh, Alter. Wie soll ich das Freitag toppen, ey? Löschen müsst ihr selber. Guten Appetit. Das war eine richtig geile Show. Ja. Kann man nicht anders sagen. Fand ich auch. Sowas wünscht man sich als Gast in einem Restaurant. Den pfannenfrischen Kaiserschmarrn bekommen sowohl Köni als auch Jan. Das kleine Gedicht für Arne kennen wir schon von der Theke. Sebastian gelüstet es nach Schokoauflauf. Mal in die Runde gefragt, wie sind denn eure Desserts? Ich habe dir das kleine Gedicht. Mhm. Tolle Idee mit dem Tonic-Wasser, was ich dazu gieße. Mhm. Hier ein echt leckeres Himbeersorbet, was total fluffig leicht ist. Und das ganze marinierte Früchte, das Tonic Water rundet das Ganze ein bisschen ab. Es ist nicht zu süß, es ist leicht bitter, es ist fruchtig, es ist erfrischend mit den Früchten zusammen. Und den Himbeereis, eine erfrischende Sache, absolut gelungen. Frische Kräuter hier oben drauf, die essbaren Blüten, toll. Kann ich nur sagen, einfach rund. Alles wunderbar, ich konnte zum Dessert überhaupt nichts monieren. Hervorragend. Perfekt. Wahnsinn, es geht schon wieder so weiter. Ich höre echt ganz schön oft diese Woche. Perfekt, super, durchgewunken, oder? Wahnsinn. Tata! Tata! Na, Jungs. Nee, Tata war ja vorgestern bei dir. Stimmt, richtig. Wie war's denn? Erzähl doch mal. Ich habe eine Frage zu meinem Dessert. Du hattest das ja so wunderbar angekündigt mit flüssigen Kernen. Es ist jetzt noch cremig, aber es ist nicht so rausgelaufen, wie wir es zum Beispiel gestern beim Jan hatten. Ja, das kann man auch dann mal sagen. Wenn flüssiger Kern drinsteht, dann darf man es auch mal ansprechen. Ne? Ist das jetzt so geplant oder nicht? Weil in der Karte stand es ja auch eher als Auflauf. Wie stellt ihr das dar? Wir machen ja diesen Teig mit einer sehr herben Schokolade und klar, triffst du mal so oder so den Punkt. Ich habe gestern schon gedacht, wir fangen jetzt mal ein neues Kapitel an und fragen hier beim Schokoauflauf, wie hätten Sie es gern? Sehr flüssig, halbflüssig oder cremig? Ja. Tatsächlich bei uns, das Rezept gibt das so her, der hat so einen cremigen Kern. Ja. So Lavakuchen ist es nicht, deswegen nennen wir das Auflauf. Ja. Okay, das ist ja dann auch in Ordnung. Gut, es heißt nicht flüssiger Kern. Ne? Dein Kaiserschmarrn, geiler Scheiß, richtig gut. Also allein diese Fluffigkeit, ne? Das ist ein reiner, fluffiger Pfannkuchen, den hast du richtig geil hingezimmert. Dazu das Vanilleeis. Macht dir wahrscheinlich nicht selber. Völlig egal, schmeckt super lecker. Okay, ich wollte nur kurz anmerken. Also ja, wir machen das nicht selber, aber wir kaufen das aus einer kleinen Eismanufaktur hier bei uns aus der Region. Das erklärt auch, warum es so lecker schmeckt. Ne? Das schmeckt man. Ja, auch. Ganz das schmeckt genau. Nicht wie ein Eis von der super. Ja, absolut. Das hört also beim Eis nicht auf. Auch da haben sie Manufaktur aus der Gegend. Stark. Ich habe jetzt noch eine einzige Sache, weil ich glaube nicht, dass du es probieren willst, jetzt im Ernst, weil es ist... Doch. Ich habe nie gedacht... Doch, machen wir, ne? Pass auf. Ja, ich habe nie gedacht... Man möchte einmal probieren. Wir haben ein extra sauberes Besteck. Ich auch. Ja. Weil dann kriegst du meins. Ist ja egal. Schatzi, dann nimmst du meins. Ich habe sowieso alles, was du brauchst. Und ihr merkt es, es ist ein erheblicher Rumanteil, ne? Und ich habe jetzt auch selber gedacht... Dass ich mal irgendwie wegen Alkohol mecker, hätte ich auch nie für möglich gehalten. Aber wahrscheinlich ist es so, dass du sonst niemals so viel Feuer und Flamme empfindest wie für uns. Und das war eine Premiere mit dem Raufschütten. Und ich danke dir dafür. Es trinken die Matrosen von allen Spirituosen. Das war ein 80-prozentiger Heurum, sage ich jetzt mal. Wir wollen ja keine Marken nennen. Ja, ne? Das war ein reiner Heurum. Und wenn man da irgendwie einen Verschnitt nimmt mit 40 Umdrehungen, dann tut das seine Sache auch. Das brennt auch schick auf. Und, ja. und dann schmeckt das hinterher nicht noch so intensiv nach rum. Da hat er schon recht, Herr König. Ne? Also, aber geil, wie er es einleitet. Hätte nie gedacht, dass ich mir über Alkohol beschwere. Ne? Also so ein 80-prozentiger Strohrum da drüber zu knallen, ne? Das zieht natürlich richtig rein. Na? Was klar ist, ist gesund und es gibt bei uns hier für euch heute noch eine schöne Umdrehung. Ein Riesenrad. Alter, was ein geiler Scheiß. Alter. Da sind Schwindelgefühle vorprogrammiert.
dem Riesenrad, das war wieder super. Richtig. Das war wieder so ein richtiges Ding. Und was ist wieder typisch gewesen für diese ländliche Gegend? Der Kurze ist nicht so ein Lüder, das ist ein richtiges Glas gewesen. Ja, ne? Absolut. Ich lege euch das hier hin mit was Süßem dazu. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen spannenden Abend und kommt gut nach Hause. Ja, war total nett. Oh, vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Bis dann, Jungs. Ciao. Nett, ja. Aber verlangt Björn auch angemessene Preise? Wir haben hier 296,30. Davon haben wir 170 Euro an Speisen und 126 Euro ein paar zerquetschte an Getränke. Alles in allem eine reine Tendenz für die gehobene Gastronomie zum normalen Preis. Ja, mal gut eingeordnet, würde ich sagen. Schön. Jetzt rauchen im Klassenzimmer noch einmal die Köpfe. Wie viele Punkte spendieren die Hamburger Jungs unserem Gastgeber? Ich gebe dem Björn und seinem Klassenzimmer. Ich werde dem Björn heute gute 8 Punkte geben. 9 Punkte. Björn, für dein Klassenzimmer verteile ich dir, ich habe hier 10 Stifte. Und einen ziehe ich dir ab. Und du weißt warum. 9 Punkte. Ui, viel Luft passte aber nicht zwischen. Björns Klassenzimmer belegt mit 35 Punkten vorläufig den 2. Platz. Morgen besuchen wir Arne in der Marschländer Elblounge. Und ich zeig denen jetzt erstmal, wie toll wir hier am Deich kochen können. Kann der Koch halten, was der Chef verspricht? Benny, kannst du mal zu uns kommen? Was ist jetzt los? Mein Fisch, da kommt das ganze Eiweiß schon raus. Guck doch mal den drögen Kran an. Oh,